Hallo zusammen, hier ist wieder Tela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Goldtagebuch präsentieren. Und dazu bin ich jetzt hier schon einmal auf Main eingeloggt. Das erste Mal jetzt quasi im Pre-Patch. Wir haben wieder insgesamt einen Monat den Postkasten nicht ausgeleert. Jetzt noch so ein bisschen die restlichen Sachen verkauft aus Shadowlands und ich würde sagen, wir schauen einmal rein, was wir so gekriegt haben. Beziehungsweise bevor wir das machen, würde ich sagen, wir schauen erstmal an, wie es ausguckt, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, beziehungsweise was jetzt die Ausgangslage ist. Also das letzte Mal hatten wir noch über 50 Millionen Gold. Wir sind ja extrem runtergedroppt, denn ich hatte Konsumausgaben von 144 Millionen Gold. Ich habe mir ja unter anderem dieses Murky Pad gekauft für 120 Millionen, das war der große Teil, heißt, wir waren jetzt lange Zeit um die 200 Millionen und dann sind wir ein gutes Stück runter gedroppt und haben einen Haufen ausgegeben. Vielleicht eine kleine Randnotiz zu meiner Tabelle, ich habe hier immer quasi in der zweiten Spalte das Gold vom Main Account, in der dritten das Gold, was mein Second Account habe. Hier ist das Gold, was ich tutti completti dann auf beiden Accounts zusammen habe. Das steht, glaube ich, auch oben irgendwo, ne? Aber das führt die Tabelle mittlerweile schon eine Weile. Und dann habe ich hier die Ausgaben, die ich habe. Oder nee, das sind nicht die Ausgaben. Muss mich gerade selber überlegen. Ah nee, das ist das, was mir Plus, Minus gemacht hätten. Da haben wir natürlich mehr Minus gemacht, als wir Plus gemacht haben. Genau so rum. Und hier sind die Konsumausgaben. Hier hinten sind quasi die Einzelposten, die ich ausgegeben habe. Und das zusammen sind die Konsumausgaben. Das sind meistens halt so Sachen wie jetzt zum Beispiel dieses Murky Pad, was sehr teuer war. Oder Transmog. Das hat ja nichts mit meinem Goldmaking zu tun. Aber das geht natürlich von der Gesamtgoldmenge weg. Was ich hier ermitteln will bei den quasi bei der letzten Spalte, das sind quasi die Gewinn- bzw. Verlustwerte, die ich unabhängig von den Konsumausgaben gemacht habe. Heißt, ich crafte Sachen, muss natürlich Materialien einkaufen und verkaufe sie wieder im Auktionshaus. Und wenn ich die Konsumausgaben rausrechne, dann habe ich quasi das, was ich wirklich in dem letzten Zeitabschnitt, das sind immer so 4 Wochen, die ich meistens mache, quasi fast einen Monat, dann sehe ich halt hier die Zahlen. Ne? Und dann seht ihr hier, was ich halt über die letzten Zeiträume dann immer plus gemacht habe. Hier diese hohen, ne, wo ich dann teilweise 40, 35 Millionen in einem knappen Monat gemacht habe, das sind halt dann diese Gold-Rush-Phasen, wo man dementsprechend ja, hier die Legendaries gut verkaufen konnte, wo dann 9.2 rauskam und solche Geschichten. Das ging natürlich dann immer ein bisschen runter und aktuell sind wir natürlich in einem absoluten Low zwischen den Add-ons quasi. Und ja, mal gucken, was wir da noch rausziehen. Das letzte Mal waren es noch 4,8 Millionen, was okay ist für die Zeit. Diesmal, schätze ich, wird es fast ein bisschen niedriger wieder sein. Aber gut, wir werden sehen. Gut, dann tragen wir hier vorne schon mal ein. Also das ist jetzt quasi Woche Nummer 100, 101, 102 und 103. Vielleicht mache ich da das Format auch mal anders. Ja gut, jetzt ist das nämlich ein bisschen zu lang, ne? Naja, gut. Egal. Und ja, dann gucken wir mal, wo wir jetzt stehen. Also wie gesagt, letzte Woche waren wir bei 50 Millionen und ein paar Quetschten noch gestanden. Jetzt habe ich auf dem Main-Account noch 17,6 Millionen und auf dem Second-Account habe ich 23,2. Wenn wir es jetzt großzügig aufrunden, sind wir bei 41. Heißt, ich habe jetzt ja, so 9 Millionen quasi miese gemacht. Wie setzt sich das bis jetzt zusammen? 4,5 irgendwas Millionen habe ich quasi Konsumausgaben getätigt. Das sind wieder einige Timok-Sachen. Das zeige ich unter anderem, was ich ausgebe, auch in meiner Waste of Money Videoserie. Also wem das interessiert, kann da gerne auch reinschauen. Dann die restlichen Beträge wären halt Ausgaben für Mats gewesen sein, ne? Also die Differenz. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, was wir reinholen. Und da fangen wir jetzt mal mit dem Main-Account an, mit meinem Main. Und ja, mal gucken, was wir im Postkasten haben. Insgesamt sind es jetzt hier 100 Sachen auf einer Seite, 1176 Mails insgesamt. Und hier seht ihr das Gold pro Seite. 300.000 ist halt nicht so viel. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich euch... nee, das Fenster kann ich jetzt leider nicht verschieben. Das Ding ist, ich bin immer noch, ihr seht es vielleicht an dem Interface, ein bisschen am Kämpfen mit Add-ons. Ich habe mein Chat-Add-on ausgemacht, deswegen kann ich euch das Fenster jetzt nicht hochziehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen beschissen, aber da müssen wir es uns halt hier quasi im Fenster angucken. So, dann würde ich sagen, ziehen wir das mal so ein bisschen her und dann machen wir das mal alles auf.
beziehungsweise ich kann das eigentlich auch darüber ziehen. So, gucken wir mal, was da rauskommt. Was ich mit dem Char hier hauptsächlich am Verkaufen bin, sind Schmiedekunst- und Ledersachen. Ne? Ich habe beide Berufe soweit ausgemaxt. Heißt, ich verkaufe die 233er-Items. Warte mal, wir können das vielleicht hier nebenbei aufmachen. Genau, dann kann man es vielleicht ein bisschen zeigen. Also ich verkaufe, ne, diese Base-Hose dann mit diesen Upgrade-Teilen auf 233, das hier. Dann verkaufe ich auch dasselbige natürlich auf 262 und da sämtliche Leder-Items, die es gibt und sämtliche Ketten-Items. Dann verkaufe ich noch die Legendary Base Pieces, gehen mittlerweile nicht mehr so gut und die halt in allen verschiedenen Rängen, also von Rang, Rang 1, 2, 3 kannst du knicken, Rang 4 ab und an noch ein bisschen und dann halt die höheren Ränge mit den Upgrade-Tokens, also Rang 5, 6 und 7 auch. Das Ding ist, man kann es vielleicht jetzt hier mal ein bisschen angucken, warte mal, oder machen wir es so. Es gibt hier ein Add-on, das heißt Legendary Stock Tracker und da kann man so ein bisschen gucken, was in welchem Gewinnbereich ist. Ne? Warte mal, ich kann jetzt hier zum Beispiel auch mal gucken. Da müsste ich vorher einmal den Auktionshaus scannen. Ein paar Sachen sind mittlerweile hier auf dem Server wieder im Gewinnbereich. Die Problematik ist halt, so viele Leute stellen das Zeug jetzt nicht mehr her. Könnte man meinen, okay, jetzt kann man wieder ein bisschen Gewinn machen. Das Problem ist, diese Items sind halt absolut gar nichts mehr wert, sobald halt Dragonflight live geht. Und dementsprechend ist es halt so ein bisschen gegambelt, wenn man jetzt noch große Vorräte herstellt, ob man die überhaupt noch verkauft kriegt. Weil vielleicht hat man dann 15, 20% möglichen Gewinn. Aber wenn man sie gar nicht mehr verkauft kriegt, ist natürlich das komplette Ding nichts mehr wert und das war's dann. Die normalen Items, die 233er, 262er Gear-Items, die kann man vielleicht danach immer noch verkaufen für Leute, die jetzt vielleicht eventuell ein bisschen leveln und oder irgendwann später für T-Mog. Also das Zeug ist nicht ganz wertlos. Das Legendary-Gedönse ist halt ein bisschen eine schwierigere Angelegenheit, weil man hier einfach auch die Problematik hat, dass diese Legendary-Teile auch keinen, dass die auch keinen T-Mog-Vorlage bringen, beziehungsweise die Legendary-Effekte sind ja außerhalb von Shadowlands komplett deaktiviert. Sobald man halt aus Shadowlands-Content rausgeht, wirken die Dinger nicht und dann kannst du es auch vergessen. Ihr seht, die allermeisten Sachen, was ich hier verkaufe, sind tatsächlich diese 233er Teile. Und hier auf Blackmoor ist natürlich die Konkurrenz relativ stark. Teilweise 500, 600 Gold, irgendwas kriegt man für ein Teil. Da ist nicht viel Gewinn dabei, das sage ich so, wie es ist. Ein paar Legendary-Teile verkaufe ich, ne? Wenn ich jetzt hier eins für 22k verkaufe, da mache ich schon viel Gewinn. Weil mittlerweile kostet diese Essenz, ne, die man in Zermortis bekommt, auch keine 1000 Gold mehr. Meistens so, ja, lass es 600-700 Gold sein. Dann brauchst du zwei für so eine Essenz, bis bei 1200 Gold, vielleicht die anderen Mats noch. Also du kannst die meisten Legendaries für ein paar tausend Gold herstellen. Wenn du was für 10k aufwärts verkaufst, auch teilweise für 20k oder mehr, dann machst du auf jeden Fall gut Gewinn aktuell. Das war ja vor ein paar Monaten noch ganz anders. Da haben die Essenzen halt 10.000 aufwärts gekostet, ne? Und da war das dann eine wesentlich teure Angelegenheit, aber ne, so wie halt die Essenzen jetzt ewig runtergegangen sind, sind halt auch leider die Legendary-Preise bei den meisten Items auch ziemlich gedroppt. Deswegen ist es halt relativ schön, so einen Add-on zu haben, wie den Legendary Stock Tracker. Da kann man halt so ein bisschen gucken, was ist im Plusbereich, was ist im Minusbereich und dann dementsprechend die Sachen herstellen. Jetzt geht es hier langsam zur Neige. Ihr seht, ich hatte 1000 verkaufte Auktionen drin. Ich bin jetzt nicht mal bei der Hälfte von dem Goldcap. Wenn ich überlege, vor ein paar Monaten noch, wenn ich so viele Auktionen verkauft habe, dann waren da 3 oder 4 Goldcaps drin, ne, im Postkasten. Ne? Aber das sind halt dann auch fehlende Gewinnspannen. Aber naja, ich will mich nicht beklagen, es ist am Ende von der Expansion. Da ist es meistens so, dass dann nicht mehr die großen Sprünge zu machen sind, zumindest goldtechnisch nicht. Und ja, ich nehme jetzt noch so ein bisschen das mit, was man mitnehmen kann. Und versuche jetzt noch bis zur letzten Stunde mein Zeug abzuverkaufen. Ich denke mal, ich werde jetzt die nächsten Wochen dann nicht mehr sonderlich viel nachcraften, sondern nur noch das Zeug abverkaufen und dann hat sich das tatsächlich auch. Gut, damit hatten wir alles raus. 1100 und ein paar zerhackte Mace. Ich war bei 1, irgendwas Millionen, jetzt sind wir bei 5,6 Millionen. Ist jetzt nicht berauschend, brauchen wir nicht schönreden, aber auch Kleinvieh macht quasi Mist. Gut, dann würde ich sagen, locken wir hier auch schon mal um. Übrigens kleine Randinformation, dadurch, dass bei mir jetzt sehr viele Addons am Spacken sind, habe ich natürlich auch die Problematik, dass ich bei vielen Chars eingeloggt habe und diese Chars nur gespielt habe, komplett mit allen Addons aus. Heißt, eventuell kann es sein, dass mein Altaholic, das ist ein Addon, was wir ja vorher aufgemacht haben, was hier so ein bisschen trackt, wie viel
wie viel Gold ich habe, dass die Werte nicht ganz stimmen. Ich habe jetzt aber extra bei den Charts, wo ich die großen Goldtransfers durchführe, habe ich jetzt extra nochmal mit Altaholic eingeloggt und da müssten hoffentlich die Werte stimmen. Kann aber natürlich sein, dass ich jetzt dieses Mal eine gewisse Abweichung drin habe, einfach weil halt sehr viele Addons rumgespackt habe. Werden wir dann das nächste Mal wieder sehen, ob sich da großartig was verschoben habe, aber es müsste eigentlich im Grunde stimmen. Gut, auf dem ersten Account logge ich jetzt gerade mit dem Hexer auf Lothar noch ein, mit dem habe ich auch ein paar Sachen verkauft, wobei ich da sagen muss, das letzte Mal zuvor war ich, glaube ich, vor 9 Tagen bei dem eingeloggt. Der verkauft hauptsächlich so T-Mog-Zeug. Und ich habe es vielleicht jetzt am Ende der Expansion mal ganz so genau genommen, das regelmäßig einzustellen. Also, ja, sonderlich viel Verkäufe hat der nicht. Aber gut, wir schauen trotzdem mal. So, jetzt bin ich hier einmal auf dem Second-Account auf meinem Crap-Verkaufschar. Da habe ich ein bisschen Mats drin. Ich habe ein bisschen T-Mog drin. Das sind jetzt gerade mal 93 Verkäufe, wie ihr seht. Und ja, hier seht ihr, da haben wir ein T-Mog-Teil für 11k verkauft. Da haben wir auch nochmal irgendein Tuch des tapferen Widerstands. Ich habe eins für 45k verkauft und am gleichen Tag eins für 19k. Okay, also ich mache das halt alles über TSM, ne? Keine Ahnung, das ist aber ein gewaltiger Preisunterschied und sonst ist ein Haufen Crap dabei. Hier ist auch nochmal irgendwie ein T-Mog-Teil, ein Haufen Matzen dabei. Also viel kommt da nicht bei rum, aber wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Das waren jetzt immerhin 187.000, ja, haben oder nicht haben, ne? Gut, auch bei dem Char, bei diesen ganzen T-Mog-Chars, die habe ich ein bisschen vernachlässigt, ich sag's wie es ist. Aber ich hatte auch einen Haufen anderes zu tun, habe aktuell sehr viel Zeit in das Questen rein investiert, ne, will meine eigene T-Mog-Sammlung bzw. die Quest-Sachen noch fertig kriegen, bevor dementsprechend die nächste Expansion dann wirklich live geht. Pre-Patch haben wir ja schon, aber ja, dass ich das quasi noch so ein bisschen abgehakt habe. Gut, dann sind wir jetzt mittlerweile mit dem Hexer eingeloggt und mal gucken, was wir mit dem verkauft haben. Magere 82 Sachen, aber ihr seht, das kam heute an, 29 Tage. Das letzte, was ich da verkauft habe, war vor 21 Tagen und dann sind da teilweise immer ziemlich große Sprünge drin, weil ich halt sehr unregelmäßig eingestellt habe. Auch hier ist alles mögliche an Käse drin, von irgendwelchen Mats über irgendwelche T-Mox-Sachen. Alles das Zeug, was ich mit dem Char und dem anderen verkauft habe, sind Sachen, die ich beim Farmen für meine eigene Collection nebenbei bekommen habe. Im Endeffekt Abfallprodukte, die kann man halt auch reinstellen. Auch hier haben wir jetzt ein paar tausend Gold noch mit rausgezogen. Ja, haben oder nicht haben, besser als beim Händler verticken. 34.000, zusammen sind es immerhin 200k, ne? Für einfach nur Abfallprodukte, die man nebenbei bekommt. Dann logge ich auch hier weiter und zwar würde ich sagen, locken wir einmal auf den Schamanen um. Gucke ich mal, wie es aussieht. Neben dem anderen sind wir noch nicht eingeloggt. Ah, da. Here we go. Da haben wir den Hunter. Mit dem Hunter habe ich auch hauptsächlich wieder Crafted Gear im Auktionshaus. Und zwar, ihr seht gerade hier auch, die Taschen sind irgendwie in der Mitte vom Bildschirm. Ich habe hier mein Interface noch nicht neu gemacht. Also das muss ich einmal hier um Entschuldigung bitten. Aber das mache ich die Tage, wenn die Addons wieder alle soweit funktionieren. Und dann gucken wir mal. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir rein. Was haben wir hier? Wir haben 781 Items verkauft. Sind jetzt hier bei 7 Millionen. Mal gucken, ob wir das Goldcap voll kriegen und ob ich dann Gold rüberschicken muss. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Nehmen wir das mal raus. Hier scheinen die Preise deutlich besser zu sein. Seht ihr? Das sind auch die zwei 33er Teile. Aber die sind hier nicht bei 500 Gold, sondern bei 1000 oder 2000, 4000 sogar teilweise. Was sehr gut ist, hat einfach den Hintergrund, die Herstellkosten sind ja auf jedem Server die komplett gleichen. Ne? Das ist ja die Mats Account-weit oder halt jetzt EU-weit mittlerweile. Und dementsprechend habe ich natürlich hier viel bessere Gewinnspannen. Da ist Blackmore echt ein bisschen abgesoffen. Also Blackmore ist wirklich auf der Minimum-Ebene, was du kriegst. Also so ein Teil zum Craften, 500 Gold, dann verkaufst du für 550 oder für 600. Das rentiert sich eigentlich kaum. Eigentlich ist es da die Zeit gar nicht wert, die Sachen einzustellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also da waren viele Verkäufe auch komplett für die Katz. Hier sieht es ein bisschen besser aus, tatsächlich. Auch Legendary-Teile hier für 84.000. Ich will nicht wissen, wie viel Prozent Gewinn da ist. Weil, wie gesagt, die allermeisten Legendary-Teile kann ich jetzt für 5, 6k herstellen. Ne? Das Teure war immer die Essenz und die kosten jetzt halt, wie gesagt, 700, 800 Gold. Vielleicht lass es maximal 2.000 die Essenz sein und die restlichen Mats sind dann vielleicht 4.000, 5.000 maximal. Und wenn du da natürlich Sachen für 20k verkaufst, ist auch schon gut. Oder dann für 80k, da hast du natürlich einige 100% Gewinn, ne? Aber ihr seht schon, das sind hier die Ausnahmen. Achso, vielleicht sollte ich noch sagen, was ich hier am Verkaufen bin. Ich habe mit dem Char einmal, hier seht ihr das schon ein bisschen rausblitzen, Juve
Und Lederer ist halt dasselbe wie beim Druid, den ich vorher gezeigt habe auf Blackmar auch. Kette, Platte, 233er Items, 262er und dann halt die Legendary Items, auch Kette. Jetzt habe ich Platte gesagt, ne? Kette und Leder, so rum meine ich's. Und dann bei Juve haben wir halt dementsprechend auch selbiges, die zwei Legendary Teile, die wir haben, einmal den Hals und einmal den Ring. Und ja, dann Hals, Ring in allen möglichen Ausfertigungen. Ihr seht es hier, im Moment habe ich auch noch ein paar Sachen mit allen möglichen Stat-Varianten, gibt es die ja. Und dementsprechend, das verkaufe ich auch alles. Schauen wir mal, jetzt sind wir gleich am Goldcap. Wahrscheinlich muss ich doch ein paar Sachen wegschicken, wenn wir nicht mehr alles ins Inventar kriegen. Das schickt man dann einfach auf den Monk rüber, hätte ich gesagt. Der müsste ja nicht so viel rumliegen haben, oder? Ach, perfekt, das Addon buggt auch. Also, ich sag's euch, das mit den Addon ist schon echt lästig. Jetzt sehe ich nicht, wie viel der Monk rumliegen hat. Aber jetzt schicken wir dem, was ist denn hier noch drin, sind genau 100 Mails. Wenn ich dem jetzt 600k oder irgendwas schicke, das müsste ja eigentlich passen. Zumindest das Addon funktioniert, dann schicken wir jetzt mal 700.000, das müsste er auf jeden Fall aufnehmen können. So. Dann nehmen wir das noch alles Restliche raus. Ja, wenn ich hier so das Ding sehe, es ist wenig drin, was unter 1000 Gold ist, ne? Also, Antonidas ist, was das angeht, besser von den Gewinnspannen. Aber ich habe bei Vipen nicht so viele Sachen verkauft, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen der Nachteil. So, jetzt sind wir so gut wie am Goldcap hier bei dem Char. Aber gut, wir haben jetzt 700k auch weggeschickt, ne? Also von dem her, da haben wir da sogar ein bisschen mehr rausgezogen. Aber ich hatte ja auch schon 7 Millionen, ne? Also es waren jetzt halt 3,5 oder so, was wir jetzt hier nochmal rausgezogen hatten. Gut, dann loggen wir jetzt hier auf den Monk noch, den Francis Drake, auf Anto. Und bis der eingeloggt ist, machen wir hier den Charmy noch. Das sollte relativ schnell gehen. Mit dem habe ich einfach nur noch ein paar Juve-Sachen drin. Auch bei dem muss ich sagen, ihr seht vielleicht in der Frequenz, wie ich eingestellt habe, 2 Tage Ablauf, dann waren wieder 3 Tage Pause drin, dann waren wieder irgendwie 4 Tage Pause, dann habe ich hier 1-2 Tage hintereinander eingestellt und dann springt es hier von 11, 12 auf 19, 21, also ja, und dann hier auf 23, ne? Also ich habe 7 Tage lang wieder nicht auf dem eingeloggt, vielleicht in dem Monatszeitraum oder 4 Wochen habe ich 6, 7 Mal auf dem maximal eingeloggt und Sachen eingestellt. Weil es halt auch ein Low-Pop-Server ist und dementsprechend hier eh nicht sonderlich viele Verkäufe gehen. Aber ich hätte vielleicht öfter einstellen können. Auf den Chars auf meinem Main, wo ich jetzt als erstes war, wo ich 1000 Verkäufe habe, da logge ich jeden Tag ein. Auf dem Monk, wo ich jetzt einlogge ich jeden Tag ein. Und auf dem Hunter auch die 3 Chars. Da verkaufe ich eigentlich, tue ich zumindest jeden Tag einmal einstellen. Früher habe ich natürlich nur X-Reposts gemacht, heißt Sachen gecancelt und neu eingestellt, wenn ich unterboten bin. Das habe ich jetzt auch nicht mehr unbedingt gemacht. Es ist halt auch alles zeitaufwendig, ne? Und wenn dann die Gewinnspannen nicht mehr so hoch sind, dann will man vielleicht auch nicht mehr so krass viel Zeit rein investieren. Wo da man noch Gewinnspannen von einem Item 50.000, 60.000 hatte, da hat man natürlich ständig gerepostet und da ging natürlich dann ein bisschen was. So, jetzt haben wir hier nochmal rausgezogen, 228.000. Ist nicht berauschend, aber ist okay. Auch wieder ein bisschen klein Viehmist. Gut, jetzt logge ich hier einmal zurück auf den Main. Und dann hätte ich gesagt, leeren wir jetzt noch den Monk aus und gucken, was wir da so drin haben. So, Monk ist schon eingeloggt, wunderbar. Mit weniger Addons gehen natürlich auch die Ladezeiten wesentlich schneller. So, was haben wir hier drin? Wir haben jetzt noch 6,5 Millionen. Okay, die 700k habe ich jetzt hier schon mal rausgenommen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was da noch so drin ist. Scrollen wir vielleicht nach unten, dann sehen wir es ein bisschen besser. Was verkaufe ich mit dem? Das ist auch wieder ein Craft-Char. Ich habe mit dem quasi auf Antonidas jetzt die anderen beiden Legendary-Craft-Berufe. Also ich hatte ja auf dem Hunter einmal Juve und Lederer. Und hier habe ich Schmied und Schneider. Einfach um alle Rüstungsklassen abzudecken und somit alle Legendaries bzw. auch die normalen Craft-Items. Und hier sieht es natürlich wieder genau gleich aus, ne? Die 233er, 262er-Items habe ich. Ganz normale Gearing-Items sind es. Und dann halt Legendaries von Rang 1 bis 7, aber klar, Rang 1, 2 und 3 braucht man überhaupt nicht herstellen. Rang 4 ist noch so ein bisschen lukrativ und dann die Ränge 5, 6 und 7 sind halbwegs okay, zumindest bei einigen Punkten. Wir können auch hier mal reingucken. Der Gewinn ist aber hier bei Rang 7 bei den meisten Sachen tatsächlich am Sack. Ja.
paar Sachen sind im positiven Bereich. Rang 5 und 6 muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Die meisten wollen natürlich den besten Rang haben. Ab und an hast du halt Leute, die jetzt vielleicht auf den Twinks Legendaries herstellen. Und da kann man ja gewisse Ressourcen hin und her schicken. Und dann haben sie vielleicht von der letzten Ressource nicht so viel, von dem Flux. Und bauen sich dann halt vielleicht ein niedrigeres Legendary. Ne? Auf den Twink ist es ja jetzt nicht ganz so relevant. Gut, wir haben jetzt nochmal alles rausgezogen. Dann sind wir auch auf dem fast mit dem Goldcap. Und dann können wir eigentlich ein Resümee ziehen. Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich Alkoholik auf dem Schein nicht eingeschalten habe. Perfekt. Ich hoffe, ich hatte es auf dem Hunter aktiviert, dass wir das sehen. Gut, wo haben wir es denn? Ich glaube, da muss ich auch alle möglichen Unter-Addons für anschalten, dass das funktioniert. Ihr merkt schon, wieder perfekt vorbereitet. Ja, ich glaube, das... Wisst ihr, was wir machen? Ich habe jetzt keine Ahnung, das braucht einen Haufen Unter-Addons. Wir machen jetzt einfach alle Addons an, dann wird zwar das ein gutes Stück rumspacken, vermute ich jetzt mal, aber dann haben wir zumindest solide Werte. Gut, dann würde ich aber sagen, auf dem Main-Account schauen wir jetzt mal schnell rein, ob das soweit gepasst hat. Okay, die haben wir alle drin, die Chars. Mal, ob er das vom Hexer und ein Ding auch hat. Vor einer Stunde eingeloggt. Okay, das passt. Also da haben wir auf jeden Fall die Werte. Jetzt sind wir hier bei 21.917.000. Das können wir jetzt hier schon mal einmal eintragen. Also 1.917.000. In der Tabelle habe ich übrigens immer nur Tausender-Werte. Ne? Also falls ihr euch da wundert. Weil sonst, wenn ich da mit kompletten Zahlen anfange, wird es halt zu lang. Deswegen immer Tausender-Werte, heißt, das sind jetzt nicht 21.000, sondern 21 Millionen und so weiter. Gut, okay. Dann warten wir jetzt kurz, bis der andere noch eingeloggt ist auf den zweiten Account. Jetzt mit allen Addons dauert es ein bisschen länger. Ah, seht ihr, hier sind gerade die Sachen ausgelaufen. Das ist immer so die Sache. Das hatte ich vielleicht ein bisschen vergessen zu sagen, weil ich es gerade sehe. Bei meinem Main Druid habe ich halt auch noch teilweise ein bisschen Tremog-Sachen, weil auf Blackmoor ich nicht sonderlich viele andere Chars habe, wo ich dementsprechend das Tremog verkaufe. Mache ich das gleich mit dem Main, mit dem bin ich eh meistens jeden Tag einmal online. Und vieles, was ihr hier seht, sind aus den Inselexpeditionen. Ich hatte mal diese ganzen Seefahrer-Dublonen vor einer Weile einmal ausgegeben gehabt und da habe ich halt jetzt... von diesen Insel-Themok-Sachen so viel Zeug gekriegt. Manche sind sogar richtig was wert. Ihr seht, das ist hier sogar über 100.000 Gold wert. Aber ich habe so viele von diesen Items dann gekriegt, weil ich halt, weiß nicht, 10.000 Seefahrer-Dublonen hatte, dass halt mein Char so überschwemmt ist von den Teilen und ich überschwemme halt damit auch so ein bisschen den AH, ne? Also eigentlich war das nicht clever, die alle auf einmal aufzumachen, aber naja. Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Gut, jetzt sind wir auf den Monk eingeloggt. Jetzt gucken wir ganz kurz mal rein. Habe ich hier alle Chars eingestellt? Ja. Also der ist online und der Hunter vor einer Stunde, also bei dem hatte ich es auch eingestellt. Gut, dann haben wir jetzt hier 26.018.000 und dann gucken wir mal rein, dann ist das eine maue Angelegenheit. Wir hätten minus gemacht 2,9 Millionen, aber wir hatten ja 4.593.000 quasi an Konsumausgaben und dementsprechend sind jetzt noch übergeblieben an, also hätten wir die Konsumausgaben nicht gehabt, 1,6 Millionen, was wir halt durch die Auktionshausgeschäfte am Plus gemacht haben, ist jetzt der lowste Wert seit langem, aber wie gesagt, Downtime-Phase ging jetzt nicht viel, aber immerhin noch über 1 Million, also ist in Ordnung. Für das, was ich jetzt an Zeit investiert habe, um das Zeug einzustellen, ist es vollkommen okay. Und ein bisschen was haben wir auch am Plus gemacht, ne, overall dann. Jetzt sind wir bei 47.935.000, dass ich es noch rausbringe, genau. Also das ist jetzt der Stand. Mal schauen, ich werde glaube ich noch ein Gold-Opening machen, bevor Dragonflights live kommt. Da wird es jetzt einfach noch hauptsächlich Abverkäufe sein, die ich jetzt noch über habe an Stuff. Das versuche ich jetzt nur möglichst loszuwerden, bis die Expansion startet. Und dann mit Dragonflights, wenn das losgeht, werden wir dann wieder quasi frisch durchstarten mit dem Goldmaking. Da wird es wahrscheinlich dann auch nicht so viele Ausgaben mehr geben, weil jetzt hatte ich ja, wir können es vielleicht nochmal kurz reinziehen, sehr viele Ausgaben jede Woche. Ne? Ich habe ja jetzt eigentlich quasi wöchentlich etwa 1 Million bis 2 Millionen für irgendwelche T-Mark-Sachen ausgegeben. Und sobald Dragonflights live geht, werde ich da ein bisschen, ja...
bisschen zurücktreten, was das angeht, und eher mich wieder auf das aktuelle Content-Geschehen konzentrieren und auch wieder wahrscheinlich mit dem Goldmaking anfangen, mit den Berufen. Da gibt es ja dann auch Arbeitsaufträge und da werden wir dann ein bisschen schauen, wie sich das ausgestaltet. Vielleicht ist es auch wieder eine Möglichkeit, ordentlich Gold zu machen. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Und ja, dann sehen wir uns in ein paar Wochen wieder. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Tilla. Ciao.